Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Wundertausch-Battles. Leute, die Wundertausch-Battles sind zurück, ihr habt es euch ja gewünscht, beziehungsweise ihr habt bestimmt lange darauf gewartet, dass es endlich mal weitergeht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt in den ersten Tausch einfach rein, bevor wir jetzt zu lange rumquatschen. Und wir spielen heute gegen den lieben DestroyTV aus dem Discord. Leute, wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr das so machen. Ich habe in dem Discord, der immer unten in der Beschreibung verlinkt ist, das ist auch unser Discord, wo wir uns immer so ein bisschen drauf tummeln. Da gibt es einen Channel, der heißt Wundertauschkämpfe. Und da werde ich immer mal wieder reinschreiben, wenn ich mal wieder einen Wundertausch machen, beziehungsweise einen Wundertausch-Battle mache. Und ich will das Ganze jetzt gucken, dass wir das jetzt wieder wöchentlich mal mindestens einmal hinbekommen. Und unser erstes Pokémon für den ersten Kampf ist ein Pikipek. Wie heißt das Ding auf Deutsch? Gott verdammt, ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt. Pikiki. Pikiki? Pikiki. Doch, ja, Pikiki hört sich gut an. Auf jeden Fall mal als ersten Member für unser Team. Und ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass es so lange nicht mehr Wundertausch-Battles gab. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, Leute, komm, wir machen jetzt einfach mal. Wir fangen jetzt wieder an, Wundertausch-Battles zumindest mal wöchentlich zu bringen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich hoffe, euch gefällt das. Sorry, dass das Ganze nicht als Stream kommt. Bezüglich den Streams habe ich ja schon mal in einem letzten Stream und in einem Video was gesagt. Und zwar, Leute, in Zukunft werden coole Dinge hoffentlich auf uns zukommen. Und zwar wird es so sein, dass ich demnächst, hoffentlich, wenn die Telekom recht hat, wenn die Telekom wirklich mal recht behält, habe ich demnächst eine 100.000er Leitung bei uns. Das heißt, Stream ist absolut problemlos möglich, Videos uploaden, alles Mögliche wird dann problemlos machbar sein und ich freue mich da mega drauf und dann wird es auch wieder regelmäßig streamen. Das ist halt leider der Grund, warum es im Moment eigentlich keine Streams oder zumindest überhaupt keine regelmäßigen Streams gibt. Einfach aus dem Grund, weil ein Wingull, einen guten Golgoi, den kennen wir doch noch aus der Soulink? Ja, doch, aus der Soulink, oder? Oder war es aus einem anderen Projekt? Ich weiß gerade nicht mehr. Golgoi, es tut mir leid. Jedenfalls, wie gesagt, war es wegen dem Internet die ganze Zeit nicht mehr möglich zu streamen, beziehungsweise sobald irgendeine Person im Internet war, war alles komplett tot. Ich weiß nicht wieso, es hat nicht funktioniert. Aber Leute, wie gesagt, da wird Besserung kommen und ich werde euch versprechen, dass wir dann regelmäßig streamen, weil ich unglaublich Bock habe, da wieder ein bisschen zu starten mit Gaming auch einfach. Wieder ein bisschen durchzustarten. Leute, es wird auch demnächst jetzt wieder die Soulink, die wird weitergehen. Die ist in den Startlöchern. Wir haben das Intro schon fertig. Es ist sehr, sehr, sehr nice geworden. Ich freue mich da mega drauf. Wir machen jetzt noch zwei, drei kleine Feinheiten. Dann geht das auch wieder weiter mit dem lieben Stefan, beziehungsweise mit dem Mr. Train. Und ich freue mich da mega. Und was ich auch noch in einem anderen Video angesprochen habe, mein Gott, das wird jetzt zu einer super, mega vollgepackten Laber-Tauschrunde. was ich ja auch schon mal in einem Video, in einem Stream angekündigt habe, beziehungsweise geteasert habe, wird es so sein, dass wir bei uns, oder ist es so, dass wir bei uns im Keller im Moment noch einen Kellerraum frei haben, den ich prinzipiell benutzen könnte. Und aus diesem Kellerraum werde ich mir höchstwahrscheinlich, wenn das alles so passen wird oder alles funktioniert, wie ich es mir hoffe, werde ich ein Studio daraus bauen. Ein Studio, ein YouTube-Studio. Und ich glaube, das wird mega cool. Und den Turboball, oh, das ist cool. Wenn ich das jetzt noch entwickeln könnte, wäre das eigentlich mega. Ein Draschel. Es müsste ein Draschel sein, oder? Ja, doch. Ey, das ist auf jeden Fall mal cool. Mal gucken, was das für Attacken hat. Schon wieder nur von Japanern, die Pokémon. Merkwürdig. Ja, wie gesagt, wenn das alles klappt mit dem Studio, wird das einfach mega, mega nice. Weil, wie gesagt, ich habe dann den ganzen Raum, den ich einfach für mich nutzen kann. Für YouTube-Zwecke natürlich auch einfach. Weil ich mache das zwar in meinem Zimmer. Ich habe zwar so meine Ecke, die ich hier haben will, beziehungsweise die ich hier so gestalten kann, wie ich will. Aber so einen ganzen Raum, das wäre halt schon echt mega geil. Da kann man sich zum Beispiel so eine gechillte Couch-Ecke machen, von der aus man dann streamen könnte. Mit einem Fernseher kann man Konsolen streamen. Man kann sich trotzdem einen Schreibtisch machen. Man kann sich ein Setup bauen, wo zum Beispiel zwei Leute kommen können. Man könnte zum Beispiel, wir haben mal angeteasert, dass wir mal eine Soulink als Sleeplog machen wollen. Da könnte ich zum Beispiel den Stefan einladen und das machen wir einfach bei mir im Keller. Cool. Da ist ein gutes Meryl. Ja, ein Meryl. Cool. Das freut mich. Das ist ein süßes Pokémon. Wenn das jetzt mehr als Platscher kann, wäre das auf jeden Fall super. Und ja, zum Beispiel, wie gesagt, könnte man dann quasi eine Sleeplog einfach, eine Soulink Sleeplog zusammen machen, während wir uns auch wirklich gegenüber sitzen. Und ich glaube, das wäre so fett. Da könnte man halt wirklich mehrere Kamerapositionen nehmen und das wäre einfach so ein Streaming-Studio, wäre einfach übelst krass, übelst fett. Ich kann da allerdings erst anfangen, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, daran zu machen, weil wir den ganzen Kram aus diesem Kellerraum erstmal rausholen müssen. Das muss dann in der Garage noch, die wir noch zusätzlich haben. Aber Leute, wir werden das Ganze dann, also ich verspreche es jetzt mehr oder weniger, ich will das auch für mich selber machen, weil das einfach zu gut wäre. Werde ich das Ganze auch, ich sag mal, vlogtechnisch begleiten, dass ihr dann quasi so
ja, bei dem ganzen Progress dabei seid, wie das Ganze so abläuft. Ich werde eure Ideen auf jeden Fall benutzen oder beziehungsweise ihr könnt mir Ideen, Sachen, wenn ich mal frage, zum Beispiel, was sollen wir mit der Ecke machen oder was sollen wir zum Beispiel mit dem Teil von dem Raum machen, wie sollen wir das umsetzen oder sowas. Also ich glaube, das wäre einfach eine mega krasse Sache, beziehungsweise wäre mega fett und da freue ich mich schon unglaublich drauf, dass das hoffentlich alles so funktioniert, wie ich es hoffe. Und ein Sichtlor, das ist gut. Das ist nice. Also ich hoffe mal, dass das jetzt auch stark ist, weil dann könnte das gut werden. Wir haben noch ein Pokémon danach. Und ja, Leute, ich hoffe, ihr merkt es, aber ich bin mega gehypt. Ich hoffe, dass das klappt. Gaming soll, wie gesagt, wieder ein fester Bestandteil von diesem Channel werden, auch Vlogs. Wenn jetzt, ich hoffe mal so langsam, aber sicher ist jetzt die harte Phase bei mir im Beruf vorbei. Und ich freue mich auch auf die Zeit, wenn ich jetzt studieren gehe. Ich habe ja öfters mal schon in Streams geteasert, beziehungsweise gesagt, dass ich wahrscheinlich wegziehe. Ich werde jetzt wahrscheinlich doch nicht wegziehen, deswegen habe ich halt diese geile Möglichkeit. Also Leute, ich glaube, da kommt in der Zukunft doch sehr, sehr, sehr cooles Zeug auf uns zu und ich hoffe, ihr seid da auch gehypt. Wenn ihr gehypt seid, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, würde mich sehr freuen. Und nochmal kurz ein kleine Info am Rande noch zu Phantomkristall, wenn ihr das alle noch nicht mitbekommen habt, was ich im Streamer gesagt habe, ich bekomme das Spiel nicht mehr zum Laufen, ich weiß nicht warum. Vielleicht, wenn ich mir dann einen neuen PC kaufe, weil es wahrscheinlich an meinem PC liegt, werde ich es, denke ich mal, wieder zum Laufen bekommen. Also, wie gesagt, wenn ich dann auch wirklich dieses Studio baue, dann werde ich mir auch einiges noch an Equipment dazu beschaffen und ich freue mich dann. Jetzt gucken wir mal, was jetzt in dem Flottball drin ist. Ein Mimikma. Ich weiß nicht, ob ein Mimikma relativ gute Moves kann. Aber schauen wir auf jeden Fall mal. Kommt jetzt natürlich auch drauf an, was der gute Destroy TV hier, ich sag mal, gezogen hat. Das ist ja quasi fast schon wie so ein kleines Unboxing. Man weiß nie, was man kriegt. Das ist doch eigentlich auch ganz cool. Apropos Unboxings, guckt mal auf Card Buddies vorbei. Da könnt ihr auch noch sehr coole Openings auschecken. Und ich würde sagen, ich werde jetzt mal den Kampf ready machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Kampf. Viel Glück, mein lieber Destroy, viel Glück. Wir sind jetzt mal sehr gespannt, was dieses Battle bringen wird. Und ich habe mal ein bisschen geschaut, unser Piki Piki war auf Level 55, als es getauscht wurde. Mal schauen. Und leider ist unser Kindwurm heißt es, glaube ich, doch, Kindwurm, Bagon, hat leider nur Raserei, deswegen habe ich es jetzt mal als erstes reingenommen. Ich zeige euch jetzt mal, wie gesagt, absichtlich nicht, was er jetzt als Team hat, aber er hat auf jeden Fall mal kein schlechtes Pokémon als erstes und schauen wir jetzt einfach mal, was wir hier so machen können, was wir tun können. Wie gesagt, ihr kennt mich ja, ich bin jetzt nicht der größte Competitive Player, deswegen werdet ihr bei mir auch wahrscheinlich... Holy shit. Das ist nicht gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist nicht gut, deswegen, ich werde jetzt mal mein Piki-Piki benutzen, um jetzt dagegen mal ein bisschen anzukämpfen. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte mal vielleicht ein bisschen was mit dem tanken, aber das hat, glaube ich, nicht so wirklich funktioniert. Jedenfalls, ihr kennt mich ja. Ich werde sehr wahrscheinlich, also von mir werdet ihr kein kompetitives Zeug sehen, sondern eher so unterhaltsames Zeug. Bitte töte es jetzt nicht. Holy shit. Das Scaraborn ist halt, oh yes, one hit, nice. Holy! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, den könnte ich jetzt wenigstens so anschwächen. Ich weiß gar nicht, hatte er noch krasses Zeug? Es ist eine Wundertüte, Leute, diese Wundertausch-Battles. Falls ihr das überhaupt noch nicht kennt, beziehungsweise ihr noch nicht wisst, was Wundertausch-Battles sind und sagt, ey, komm, erklär doch mal, was das jetzt überhaupt ist. Wir tauschen 6 Pokémon hintereinander durch und benutzen die dann für einen Kampf. Und ja, schauen wir jetzt einfach mal, ob wir das Mimikma, wir haben ja auch ein Mimikma, ob wir das besiegen können. Bitte besiege uns jetzt nicht mit Akrobatik. Komm schon! Oh nein, das hätte das doch vielleicht tanken können. Das wäre gut gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, was benutzen wir denn jetzt, was nicht so wahnsinnig effektiv ist. Ich gehe jetzt einfach mal auf das Meryl. Mal schauen, was Meryl da so anrichten kann dagegen. Ich hoffe mal, dass wir es auf jeden Fall irgendwie besiegt bekommen. Wenn wir jetzt einen Blub... Nee, Quatsch. Nee, Mist, jetzt habe ich vergessen. Blubstrahl wäre ja nicht Aquawelle. Ich hätte es nämlich gerne verwirrt. Das wäre gut gewesen, wenn wir das hätten verwirren können, aber schauen wir mal, ob wir das trotzdem noch hinkriegen. Weil ich glaube, das Mimik... Oh. Das Kostüm hat alles absorbiert. Stimmt, da war ja was, diese Erschlaggarantie. Oh no. Verdammt, ich muss mich wirklich mal ein bisschen ins Kompetitive zumindest mal einlesen. Wie gesagt, ich werde jetzt nie derjenige sein, der jetzt wirklich kompetitive Wi-Fi-Battles machen wird. Ich werde auch definitiv, wenn wir gutes Internet haben, mal diese Wundertausch-Battles auch als Stream machen. Oh, na. Aber wie gesagt, halt nie oder beziehungsweise wahrscheinlich eher keine jetzt krassen Battles, wie es gibt ja auch Ligen, die das hier Ganze austragen. Damit habe ich ehrlich gesagt keinen großen Spaß. Walzer war ja das, was mit mehreren Runden ging. Ja, das stimmt, da war was. Da war was, das stimmt.
Und, oh, es hat immerhin den Kratzer noch überlebt, das ist gut. Versuchen wir mal, Walzer wird doch immer stärker. So, wenn wir jetzt noch einen Hit tanken können, wenn wir jetzt noch einen Hit wirklich tanken könnten. Ah, sag mir bitte, dass es das tankt. Oh no! Ah, hätte das jetzt getankt, wäre das so gut gewesen. Ich setze jetzt einfach mal unser gutes Wingull ein, weil ich möchte ehrlich gesagt das Sizer bzw. das Sichlor noch nicht in den Kampf setzen. Vielleicht kriegen wir es ja mit Aquaknarre ein bisschen besiegt, hoffen wir. Abgangsbund, jawohl. Natürlich. Ja gut, das wäre es dann auf jeden Fall mal. Mit dem Wingull, aber hoffentlich nehmen wir das Mimikma noch mit. Das könnte allerdings ein klein bisschen dauern. Oh Gott. Okay, wir hoffen mal, dass wir es auf jeden Fall so besiegt bekommen. Oh, zum Glück setzt er nur Aquaknarre ein. Och. Ich habe nämlich gerade eigentlich gedacht, dass er uns jetzt wahrscheinlich wieder komplett tot hitten wird. Aber wenn du nur Aquaknarre einsetzt mit Imitator, ist das noch okay. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt wenigstens besiegt bekommen, weil ansonsten... Okay, ich glaube, Erstauner wird es nicht tanken. Nein, das wird nicht überleben. Ah, verdammt, ich habe... Ah, Mist. Das Problem ist, wenn ich jetzt... Ich setze jetzt mal einfach mein anderes Mimikma ein, damit wir das Sichlor im Vergleich noch haben. Aber ich glaube, er hat da wirklich besser gespielt und ich glaube, der Kampf wird jetzt nur noch schwer zu kippen sein, weil ich habe jetzt echt nur noch mein Mimikma und mein Sichlor und ich glaube, er hatte noch ein Feuer-Pokémon. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist nicht gut. Da unser Mimikma jetzt... Oder? Nimmt den Angreifer mit sich. Ah, verdammt. Es hätte jetzt sein können, dass diese tanky Fähigkeit, die das Pokémon hat, das noch mitnimmt. Aber wir versuchen jetzt einfach mal. Sichlor, du rettest uns das vielleicht noch. Hoffentlich rettest du uns das noch. Es wäre zu gut. Haben wir... Ich glaube, ich hatte mal ein Wundertausch-Battle gewonnen. Doch, tatsächlich. Ich hatte mal ein, zwei gewonnen. Aber bis jetzt habe ich fast alle verloren. Ja, da war das Licht. Oh, verdammt. Jetzt bin ich mal... Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das auf jeden Fall mal noch gerettet bekommen. Wenn wir jetzt eine bessere Initiative haben... Nachthieb, komm schon, das ist sehr effektiv. Das ist sehr effektiv. Komm, One-Hit. Nein! Säurepanzer, okay. Was macht Säurepanzer? Die Verteidigung steigt stark. Okay, ich habe jetzt... Oh, okay. Das ist sehr gut für uns, weil ich habe gedacht, er wird jetzt eine Feuerattacke auf uns einsetzen. Und das wäre ein klein bisschen schlecht für uns gewesen. Aber den Trumpf Sichlor haben wir noch in der Tasche. Und es sieht doch wieder eigentlich besser aus, als gerade noch gedacht. Leute, wir können das noch schaukeln. Pedalil, okay, das müssten wir eigentlich geschafft bekommen. Versuchen wir jetzt einfach mal eine Kreuzschere da drauf zu hauen. Und wir haben auf jeden Fall eine Mega-Initiative. Sehr gut. Hammer. So, jetzt schlagen wir zurück. Wenn jetzt nichts Krasses mehr kommt, ich hoffe, das können wir noch schaffen. Wir können das noch schaffen, Leute. Okay, wie heißt das Ding eigentlich nochmal? Verdammt, ich habe vergessen, wie das Pokémon heißt. Lilmin, nee. Wie heißt denn das Ding eigentlich nochmal? Verdammt. Ich habe komplett vergessen, wie das Pokémon heißt. Hammer. Aber wir haben es auf jeden Fall One-Hit, was sehr gut ist. Verdammt. Aber das ist auch wieder so ein Pokémon. Das sieht man nie wirklich irgendwo. Wobei ich das jetzt gar nicht mal so schlecht fand eigentlich. Wingull, sehr gut. Das müssten wir eigentlich auch mit Kreuzschere machen können. Ah, wobei, nee, ist ja nicht... Ah, ist ja Käfer, stimmt. Na, machen wir mal Nachthieb, mal. Versuchen wir mal den Nachthieb da einfach drauf zu hauen. Das hat ja vorhin schon sehr, sehr gut funktioniert. Und die Aquaknarre dürfte aber eigentlich nicht sehr effektiv sein. Nein, ach komm, unser Sichlor tankt das. Das ist sogar das letzte Pokémon, Leute. Nachthieb, wir können das Ganze gewinnen. Wir können den Wundertausch-Battle gewinnen. Wir haben ein Wundertausch-Battle gewonnen. Yes, Sichlor, you're the real MVP. Wahnsinn, nice. GG auf jeden Fall an Destroy. Wir haben, es war halt, ich sag mal, zuerst hat er halt krass alles niedergemetzelt und dann kam das Sichlor, unsere Trumpfkarte und unsere Trumpkarte und hat das Ganze gewonnen. Und ich würde einfach mal sagen, danke dir auf jeden Fall mal für den Kampf. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wenn ihr mitmachen wollt, habe ich am Anfang vom Video gesagt, wie ihr mitmachen könnt. Da werde ich, wie gesagt, hin und wieder einfach mal random reinposten in den Discord, in diesen Wundertausch-Battle-Channel, wann ich was aufnehme. Und derjenige, der dann, ich sag mal, am schnellsten ist, den werde ich dann auf jeden Fall nehmen. Es tut mir leid, dass das jetzt nicht so machbar ist, dass ich jetzt jeden dann rannehmen kann. Aber ich versuche das Ganze, wie gesagt, als Streams zurückzubringen. Ich habe dazu ja alles gesagt. Ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall mal eine positive Wertung da. Wenn nicht, konstruktive Kritik, freue ich mich natürlich immer drüber. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt immer positiv. Bis dann und ciao, ciao.